Erst wollte ich kein Video mehr machen, aber dann habe ich mir gedacht, so ein ganz kleines können wir ja machen. Und sowohl das amerikanische GFS-Modell als auch das europäische ECMWF-Modell spielen perfekt genau das vor, was wir heute Morgen im Video besprochen haben. Denn wo liegt das Tief? Weiter rechts oder weiter links? Grüße Sie und grüße euch. Wir gehen aber jetzt erst einmal durch, was da passieren wird. Das war die Situation am Donnerstag um 19 Uhr. Die Temperaturen in 1500 Meter Höhe. Die einzelnen schwarzen Linien, die stehen für die Isobaren. Und je enger die sind, desto windiger ist das Ganze. Wir wollen jetzt hier nicht über den Wind reden, sondern über die Luftmassengrenze, die da kommt. Hier liegt die 0 Grad Isotherme, im Südwesten noch die 5 Grad Isotherme. Kurz nach Mitternacht liegt die 0 Grad Isotherme hier. Die minus 5 Grad Isotherme erreicht die Küstengebiete. Die 5 Grad Isotherme verlässt uns. Und nochmal 6 Stunden später in den Frühstunden liegt die 5 Grad minus Isotherme dann im Nordbereich der Mittelgebirge, die 0 Grad Isotherme im Süden. Und da, wo die minus 5er aufkreuzt, kann man so Pi mal Daumen sagen, geht das Ganze bis 500 Meter Höhe in Schnee über. Jetzt haben wir hier noch die Linien, da stehen Ziffern dran. Nehmen wir mal hier beispielsweise die Linie 132, die geht hier lang. Das heißt, die Fläche von 1500 Meter Höhe liegt auf 1320 Meter Höhe, also knapp 200 Meter niedriger. So muss man die Temperaturen noch weiter runterrechnen. Liegt also die Schneefallgrenze Pi mal Daumen nicht bei 500, sondern nur bei 300 Meter Höhe, also im höheren Flachland. Um 13 Uhr liegt die minus 5er auf der Linie etwa Mosel-Main und dann in den Abendstunden im Alpenvorland. Und hier ist so ein kleiner Knick noch zusätzlich drin. Und dieser Knick wird dafür sorgen, allein kann man das hier aus dieser Karte rauslesen, dass sich da die Niederschläge stauen und die minus 5er das Ganze gegen die Alpen quetschen wird. Hier stehen längere Schneefälle an und da oben ist ein Tief. Und im Bereich dieses Tiefs wird es dann auch hier noch verstärkte Schauer, teils auch Gewitter geben. Und dann ist das durchgezogen und rückseitig folgt eine Luftmasse mit minus 8 Grad in 1500 Meter Höhe. Und die 1500 Meter Höhe Fläche beispielsweise liegt hier über Dresden bei 1280 Meter Höhe. Also müssen wir die Luftmasse so berechnen, als wären es minus 10 Grad in 1500 Meter Höhe. Hier wird es definitiv bis ganz runter. An der Nordsee hingegen bleibt es viel zu siffig. Und jetzt gehen wir nochmal zurück auf die Situation am Donnerstag um 19 Uhr. Das ist das Ganze in 5,5 Kilometer Höhe. Da sehen wir die Isobaren diesmal in weiß. Und das andere hier sind die Linien in 5,5 Kilometer Höhe. Und hier haben wir die 552. Das ist das Ganze in 5,52 Kilometer Höhe. Und da kommt so ein bisschen grün. Und ein paar Stunden später, nämlich in der Nacht auf Samstag, ist alles tiefblau getüncht. Da kommt also auch in der Höhe eine ganz andere Luftmasse. Wenn die Luftmasse in 5,5 Kilometer Höhe so ist, dann ist das eher so eine gleichmäßige Geschichte. Es ist zwar windig, aber alles gleichmäßig. Kommt diese Luftmasse, ist richtig Bimbamborium drin. Da sind Gewitter dabei, Schauer dabei, eine gewisse Böigkeit beim Wind. Und dann gehen wir nochmal, wo finden wir denn hier irgendwo eine Linie, die angetackert ist? Hier, 526. Auf 5,26 Kilometer Höhe ist jetzt die Atmosphärenfläche. Die rutscht also mehr als 200 Meter auch nach unten. Deutlich nach unten. Das ist wie so eine Beule, die von oben runterkommt. Und so sehen die Niederschläge dazu aus. Am Freitagmorgen um 7 Uhr liegt die eine Kaltfront über dem Süden, das ist noch Regen. Dann folgt Schauerwetter nach, die gehen schon zum Teil in Schnee und Graupel über im Norden. Dann haben wir im Bereich der Mittelgebirge am Vormittag erste kräftige Schneeschauer. Um die Mittagszeit lassen die ein bisschen nach. Derweil erreichen die Schauer den Alpenrand, ist meist noch Regen. Im Nordosten geht es schon in Schnee über. Um 16 Uhr die Situation, wo viele nach Hause fahren, geht es los im Bereich der Mittelgebirge mit Schneeschauern auf der Alp und am Alpenrand. Da sieht man wieder dieses Gequetschte, da beginnt es stärker zu schneien. Um 19 Uhr stauen sich hier die Schneefälle. Im Bereich der Mittelgebirge kommen noch Schneeschauer nach und ihr erinnert euch an dieses Tief. An diesem Tief entstehen Schauer und Gewitter. Das müssen wir uns so vorstellen, da ziehen wir in eine weiße Wand rein. Wie so ein Vorhang ist das da. Wenn man da zum Beispiel über die Autobahn fährt und sieht da in der Ferne etwas, es macht fupp und dann ist es ruhig. Man sieht nichts mehr. Es ist nur noch am Schneien. Und wenn das Ding durchgezogen ist, sind die Straßen spiegelglatt und da liegen ein paar Zentimeter Schnee. Und um 22 Uhr erreicht das Ganze die Mittelgebirge. An den Alpen schneit es weiter. Und diese Schauerstaffeln ziehen dann gegen die Alpen.
Da ist ganz schön was los. Und nochmal, morgen, Spätnachmittag und Abend droht auf vielen Straßen Glätte durch überfrierende Nässe, Schneematsch und Schnee. Am Samstagabend gibt es dann noch weitere Schneefälle, vor allen Dingen im Süden. Die Schneesummen, die dann liegen, also die Schneehöhen, sind für das Flachland ernüchternd. Aber das ist bei dieser Lage so. Es ist einfach viel zu windig. Im Bergland wird ein bisschen was berechnet. Das ist nicht viel. Und am Samstagabend kommt dann ein bisschen was zustande. Das sind theoretisch Werte und gerade das amerikanische GFS-Modell ist da sehr konservativ. Benutzt einfach die Flächen, dass da die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass da Schnee liegt. Das muss nicht heißen, dass es hier 2 cm und da 13 cm gibt, sondern da sind eben die Schneehöhen. Je näher wir den Bergen kommen, desto höher es ist, desto höher ist einfach die Schneesumme. Da habe ich noch was ganz kurz. Für Montag ist der aktuelle Stand der Dinge, dass da das Tief mit Aufgleitschneefällen herangezogen kommt, und zwar zum Feierabendverkehr. Behaltet das bitte im Hinterkopf. Das kann sich noch ganz, ganz, ganz oft verschieben. Aber wenn das so kommen sollte, mit solchen Schneefällen um 19 Uhr, dann würden das Rheinland und das Ruhrgebiet vom Verkehr her komplett lahmgelegt werden. Nochmal, für den Hinterkopf behalten, gehen wir natürlich durch und machen dann nicht eine 24-Stunden- oder 36-Stunden- Voraufzeichnung. Ganz kurz noch für Duisburg hier das Ensemble, 2 Meter Temperaturen, Niederschläge, was davon als Schnee runterkommen sollte. Und da sage ich mal, Potzknabbel, das ist schon einiges. Die Werte gehen runter hier, das Wochenende, Plusbereich, Niederschläge, da kann zwar ein bisschen was als Schnee runterkommen, bleibt aber nicht liegen. Und dann sind wir die ganze Zeit bei um die 0 Grad mit den Ausreißern nach oben und den Ausreißern nach unten, immer wieder mit Niederschlägen durchsetzt, die als Schnee runterkommen würden. Es beginnt also dann erst ab Ende, Mitte, Ende der kommenden Woche die winterliche Phase im Flachland, wenn sie denn so kommt. Und gehen wir noch in den Osten nach Dresden. Da beginnt die winterliche Phase mit diesem Wochenende, ebenfalls mit vielen Schneefallsignalen. Und wir würden hier im Dauerfrostbereich sein. Und wie schon eingangs erwähnt, da sind sich die Modelle gerade nicht so einig. Jetzt habe ich die plakativsten Wetterlagen rausgenommen für den 2. Dezember vom europäischen ECMWF-Modell. Da läge das Tief über den britischen Inseln. Wir volle Lotte auf der Vorderseite und es käme eine Luftmasse herangezogen mit mehr als 10 Grad plus in 1500 Meter Höhe. Wenn sich das durchmischt bis zum Boden runter, dann gibt es Tauwetter, deutliches Tauwetter, vor allen Dingen in den Bergen. Bodennah haben wir wahrscheinlich dann Ostwind und es bleibt relativ kalt. Das GFS-Modell rechnet das ein bisschen modifiziert anders, aber auch leicht vorderseitig. Aber dann sagt das amerikanische GFS-Modell am 7. Dezember, wir lassen das Tief nach Osten ziehen und haben erneut eine nördliche Strömung, mit der Polarluft gegen die Alpen ballern würde, mit Temperaturen von minus 10 Grad in 1500 Meter Höhe. Zwischen dem und dem liegen in 1500 Meter Höhe weit mehr als 20 Grad. Das ist spannend und abwechslungsreich, was uns in der nächsten Zeit bevorsteht. Und jetzt wird es erstmal unruhig in den nächsten Stunden. Übrigens, das Ganze, was wir hier gesehen haben mit den Schauern und Gewittern, wird begleitet von zum Teil schweren Sturmböen.